Hallo meine Lieben, da ist eure Jonanda. Schön, dass ihr alle noch da seid. Gestern, da habe ich mir den allergrößten Bolzen in meiner bisherigen YouTube-Laufbahn geleistet. Oh Mann! Um mich selbst zu zitieren, ich habe gesagt, wer mich noch nicht kennt, ihr werdet nichts verpassen. Oh mein Gott! Zum Glück ist mir das erst nachher aufgefallen. Und wenn die Legung nicht so sensationell gewesen wäre, also gestern die Dorfkneipe, die, da geht ja richtig Post ab. Die ist wirklich, also das sind grandiose Energien. Ich sage euch was, wenn das nicht so ein Plättchen gewesen wäre, ich hätte es vernichtet. Ich hätte den Upload gestoppt. Es fiel mir tatsächlich erst auf im Nachgang, als ich auf der Titelsuche war. Ihr wisst ja, es ist also für mich immer schwieriger, nach über 1000 Videos und täglich 9 Videos Titel zu finden, habe ich in das Video reingehört und höre mich selbst diese Worte sagen. Das ist ja jetzt nicht mehr nur Verlust der Muttersprache, sondern da könnte man schon fast sagen, wem es nicht reicht, sein Herz zu verlieren, schaut Jonanda Latura, dort verliert ihr auch noch euren Verstand. Ja, aber ich würde mal sagen, ja, fühlt euch wohl, gell? Wildsau wohl. Ne? Und eins gibt es noch, ne? Also zu sagen, ein Tape habe ich. Ne? Ein Tape habe ich. Und ich kann ja gar nicht mehr ohne mein grünes Tape. Ne? Also... Es hat ja auch seine eigene Geschichte und ich liebe mein grünes Tape und ich werde jetzt immer ein grünes Tape haben. So, so viel dazu. Ja, so kann es gehen, gell? Life is life. It's my life is life. Life aus dem Life oder, ja. Ja, live aus der Hüfte, gell? So sind halt hier die Kartenlegungen und was soll ich sagen? Es ist halt hier alles hundertprozentig so, wie ich wirklich bin. Und, ja, und manchmal haue ich mich halt auch selber in die Pfanne, gell? Aber da stehe ich total dazu, ne? Also mehr von dem, was wir Glück nennen. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht, 3 Tage, 3 Nächte. Ach, die Energie, die uns zum jetzigen Zeitpunkt durchs Wochenende trägt. Und natürlich ist auch das eine allgemeine Kartenlegung, die zeitlos ist, wann auch immer du über dieses Video stolperst und immer noch eingeschaltet hast. Fühl dich wildsauwohl. Ja, oh mein Gott. Jetzt kommen erstmal die ganz guten Nachrichten zum Thema Tassen. Am Montag, sagt die Conny, sind alle raus. Also wer vorbestellt hat, am Montag gehen dann wirklich die letzten raus. Und wenn ihr Freude an unseren neuen Community-Pötten habt, ihr findet den Link zum Shop in der Infobox. Da gibt es auch Erat Aliquando und viele andere schöne Dinge zum Stöbern. Die Tassen sind jetzt auf Lager, die sind sofort lieferbar. Und die Conny, ihr wisst ja, die ist wirklich auf Zack. Und jetzt lasst uns in die Karten starten. Es kann ja nur besser werden. Ein Tape haben wir, Herz und Verstand verloren. Was will man mehr? Ne? Kann ja gar nichts mehr schief gehen. Ach. Ja, ja. So, fangen an mit den Kibbor-Karten bei Ciro Marchetti. Oh, und da hätten wir gerne 5 Stück. Die sind auch in der Infobox verlinkt, so wie all meine verwendeten Kartendecks. Minimumstens 5. Hier rockt es schon gleich wieder. Ich bin schon wieder gleich voll in meinem Element und schalte auf Autopilot. Ihr wisst Bescheid. Ne? Alles, was jetzt noch kommt, konzentriert euch auf die Kartenlegung. Nur auf die Kartenlegung. So, es geht los mit dem Liebesglück. Dann machen wir gleich mal weiter. Diebstahl. Geschenkt bekommen im Herzen der Reihe. Die fiel auch zuerst raus. Seine Gedanken. Ja, hier, nicht nur ich habe den Verstand gewonnen, wollte ich schon sagen. Ich habe ihn wieder gewonnen, viel Geld gewinnen. Nicht nur ich habe den Verstand verloren. Jetzt guckt euch das an. Da müssen wir direkt mal einsteigen. Diebstahl und seine Gedanken spiegeln ineinander. Hier hat jemand den Verstand verloren. Ich sag's euch ja immer wieder. Ich sag's euch immer wieder. Ich stehe hier für das Kollektiv. Ich bin hier aufgestellt für das Kollektiv. Das erklärt einiges. Ne? So. Hier hat jemand den Verstand verloren, was aber ein Geschenk ist. Ne? Weil manchmal müssen wir den Verstand verlieren, um unser Herz wiederzufinden. Ne? Wie schön das schon wieder alles zusammenpasst. Das ist unfassbar. Wir haben hier nämlich das Liebesglück.
Und die Karte der Liebe spiegelt in viel Geld gewinnen. Also das ist hier ein Jackpot, ein ganz großer Gewinn. Diese Liebe ist ein Geschenk, ein Gewinn, ein Jackpot. Ja, und sie raubt hier jemandem den Verstand. Aus dieser Liebe kann alles entstehen. Ne? Also mit viel Geld gewinnen, das ist ja der Joker oder die Joker-Energie in den Kipperkarten. Ne? Das ist der ganz große Schlag. Hat auch zufälligerweise oder vielleicht auch nicht zufälligerweise geniale Zahlen, weil die 11 steht für die Führung von oben, wenn man sich fürs Licht entscheidet. Das ist die Bedingung der 11. Die 11 ist eine Meisterzahl und Meisterzahlen wollen aber erstmal gemeistert werden. Also die 11 will eine Entscheidung. Die sagt ganz klar, du kannst hier alles haben, aber entscheide dich auch dafür. Entscheide dich für das Licht, entscheide dich für den Pott. Dann haben wir hier dreimal die 7. Die 3 ist die gute Chance, die 7 ist der geschenkte Sieg. Also man hat hier wirklich die Chance, den geschenkten Sieg zu bekommen, aber man bekommt ihn nur dann geschenkt, wenn man ihn sich verdient. Also man muss was dafür tun. Aber wenn man was dafür tut, eine Entscheidung trifft, sich fürs Licht entscheidet, dann kriegt man den Sieg auch geschenkt. Dann hat man den Pott geholt. Und dreimal die 7 gibt die 21 und das ist der Joker, der genial, ne? Und in den großen Arkana im Tarot die Welt. Ne? Also dann hat man wirklich alles. Die ganze Welt. Ist das nicht der Hammer? Also vergleichbar so ist dieses Liebesglück, was hier auf dem Tisch liegt. Das ist grandios. Wirklich grandios. Und diese Liebe raubt hier den Verstand. Ist das nicht der Knaller? Diebstahl und Gedanken. Also das ist... Ich wusste, heute sind es die Kipperkarten. Und jetzt schauen wir erstmal, was sich da mit Erat Aliquando drüber legt. Ne? Ach, Schatzis, was wäre ich ohne euch, gell? Da hätte ich jetzt schon wieder 10 Minuten weniger gelacht, ne? Meine Güte, was ich mit euch schon alles mitgemacht habe. Wildsauwohl fühlen wir uns, Wildsauwohl. So. Dann hätten wir gerne 5 Karten, die da jetzt oben drüber liegen. Geht schon wieder gleich los. Da muss ich schon wieder tief tauchen. 1, 2, 3, ist ein schönes Durcheinander hier. Fällt mir bloß nicht in den Kaffee. Wenn mir irgendwann mal eine Karte in den Kaffee fällt, verlose ich ein Kartendeck. Ne? Einen Erhard. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ah, Prozess fällt unter den Tisch. Da liegt doch gerne, gell? Immer schön unter den Tisch gekehrt, den Prozess. Das machen gerne die Gegenübers. Aber es funktioniert nicht. So, eine Liebe, die den Verstand raubt. Was liegt denn über der Liebe? Die uralte Eibe. Da geschieht nämlich gerade ein grandioser Transformationsprozess. Ne? Grandios, weil viel Geld gewinnen, der Jackpot. Ne? Also hier wird gerade die Energie geklärt. Ne? Also möglicherweise haben sich in dieser Liebe Energien verfangen, die ihre Zeit hatten. Und ihr wisst ja, das Universum irrt sich nicht. Alles, was geschieht, ist aus bestimmtem und gutem Grund so, wie es gerade ist. Ne? Auch wenn wir es manchmal nicht verstehen und auch nicht verstehen müssen. Das kommt auch noch dazu, ne? Weil je mehr man versucht, in einer solchen Liebe, ne, die hier den Verstand raubt, diese Liebe zu verstehen, desto weniger schafft man es. Ne? Je mehr man versucht, es zu greifen, desto mehr entzieht sich einem ja, diese Liebe, die kleidet einem so oder entkleidet wie ein Fischchen, der immer wieder so wegflutscht. Ne? Ja, man kann es nicht greifen. Und in dieser Liebe ja, haben sich Energien verfangen, vielleicht auch über die Zeit, über die Wochen, Monate, vielleicht auch über die Jahre. Das sind all die Energien, die ihre Zeit hatten, die du vielleicht nie verstanden hast, die du aber vielleicht voll durchfühlt hast. Und das löst sich jetzt auf. Also ich habe so das Gefühl, hier löst sich so eine Art, also die uralte Eibe ist ja auch wie ein Portal oder wie, die ist ja Hole-In. Ne? Das ist, als ob sich ein verstopfter Abfluss löst. Ne? Also stell dir vor, du hast so einen Abfluss und da haben sich Haare drin verfangen. Ne? So live aus dem Leben, wie das halt ist. So, und dann kommen die Frau Semmelbrösel mit dem Pimmel, ne? mit diesen Dings. Und dann geht er so... Und dann kluckert das Wasser wieder ab. Ne? Also das passiert hier. Hier löst sich was in der Liebe. Und all das Verfangenes, ne, was da schon lange vor sich rumgeschmoddert hat, kann jetzt wieder laufen. Also hier löst sich wirklich ein alter
sowas Fropfiges und dann fließt wieder Energie, ne? Und diese Liebe raubt hier den Verstand. Ich finde es echt der Knaller. Jetzt ist ja die große Frage, geht das dir gerade so oder geschieht das deinem Gegenüber? Da werden wir vielleicht noch gleich tiefer reinschauen, weil durch Tarot können jetzt Personen ins Spiel kommen. Bisher haben wir keine Personenkarte. Also es kann wirklich auch sein, dass du sagst, boah, diese Liebe macht mich wahnsinnig. Also da habe ich wirklich meinen Verstand verloren. Nicht nur mein Herz, auch meinen Verstand, ne? Oder es geht deinem Gegenüber so. Na, vielleicht schauen wir da noch tiefer. Das bringt aber Klarheit. Also dieser Verstandesverlust, der hier geschieht, bringt die Klarheit, bringt die Erinnerung. Und manchmal ist es so, dann dürfen wir etwas verlieren. Und erst wenn dieses etwas weg ist, na, das waren dann halt die Haare im Abfluss zum Beispiel. Dann kommt hier die Erkenntnis, ne? Weil der Bergkristall, der bringt die Erkenntnis, der bringt auch die Erinnerung. Ne? Das heißt, dieses Verstand geraubt bekommen, das ist etwas, wo man im ersten Moment denkt, oh mein Gott, es macht mich wahnsinnig. Ne? Der Diebstahl ist ja an sich keine positive Energie in den Kippblockaden. Jedoch geschieht durch diesen Diebstahl etwas Positives. Na, also dieses vermeintliche Vermaledeide, was der Lösung vorausgeht, schiebt aber eine Klarheit an. Ne? Hilft der Situation oder dir oder deinem Gegenüber in seine Erkenntnis zu kommen. Über Geschenk bekommen liegt dann auch noch die Kutsche. Ne? Die Kutsche steht für die Reise. Die kann natürlich auch eine weltliche Reise bezeichnen. Also die ganz Glücklichen, ne? Mehr von dem, was ihr Glück nennt. Und ihr habt jetzt nicht auf meinen Finger geachtet. Also, es ist mir, warum passieren mir so Sachen? Warum passieren mir ständig so Sachen? Nein, ich lasse es jetzt so. Ich muss ja irgendwie die, ich muss ja irgendwie die Karten halten. Es ist unfassbar. Nein, guckt einfach weiter. Einfach weiter gucken. Der Prozess ist ein Geschenk, ja? Der Prozess ist ein Geschenk. Und eigentlich wollte ich sagen, die Glücklichen. Und ich lasse jetzt die Finger so, wie sie sind, ja, mehr von dem, was wir Glück nennen, haben vielleicht tatsächlich eine Reise geplant oder sogar eine Reise gewonnen, eine Reise geschenkt bekommen oder werden auf eine Reise eingeladen. Eine Reise findet statt, eine Reise ist ein Geschenk. Das kann natürlich auch, das kann natürlich auch ein weltliches Geschenk sein, eine weltliche Reise. Es kann aber auch einfach der Hinweis sein, dieser Prozess ist ein Geschenk. Ja? Nee, ich komme gerade über mich selber nicht weg. Ich mache alles nur noch schlimmer, aber ihr wisst schon, Tape, ne? Ein Tape habe ich. So, über seine Gedanken, da liegt das Durcheinander. Passender könnte es ja nicht sein. Hier ist jemand wirklich durcheinander. Über seine Gefühle, jemand ist im absoluten Gefühlschaos, auch das kommt mir ganz einfach rein, weil das Durcheinander bezeichnet auch ein Chaos. Und ihr wisst ja, das Chaos ist die Kraft, aus dem alles Neue entstehen kann. Die Energien dürfen sich neu sortieren. Hier fließt plötzlich wieder Energie. Also hier kommt eine Liebe in die Pötte, die lange, ja, wo sich auch vieles angestaut hat. Ne, viele Gefühle, die konnten nicht fließen, weil ganz einfach Haare im Abfluss waren. Ne? Und das löst sich jetzt mit einem Plop, ja, und die Energie fließt wieder und es raubt hier den Verstand. Dieser Prozess ist ein Geschenk. Oder eine Reise findet statt. Eine Reise ist wie ein Geschenk. Es kann auch wirklich sein, dass ganz, ganz große Glückspilze unter euch auf eine Reise eingeladen werden. Ne? Und ja, hier ist jemand wirklich durcheinander und ich stehe sinnbildlich anscheinend für dieses Durcheinander. Und das Schneeglöckchen liegt auch noch passenderweise über dem Jackpot. Also hier steht ein neuer Frühling an. Frühlingsgefühle auch. Das Eis bricht, die Blockade löst sich, die Energie fließt wieder und etwas Neues, Zartes, Reines entsteht. Und dieses kleine Schneeglöckchen, dieses ganz, ganz schöne, glückbringende, also wo wirklich jedem das Herz aufgeht, ne? Wenn ihr die Schneeglöckchen nach einem Winter seht, wenn die ersten Schneeglöckchen auftauchen. Das erwärmt einem wirklich das Herz, ne? Dass dieses kleine Pflänzchen, dieses zarte, kleine mit seinem dünnen Stängelchen es als erstes geschafft hat, das Eis zu brechen. Ne? Das ist also auch
Symbolisch steht das Seeglöckchen. Das Schneeglöckchen steht symbolisch für die gewaltige Kraft der Sanftheit. Ne? Das heißt auch, hier geht es ums Geschehen lassen. Man braucht hier nicht mit Hauruck an etwas dran zu gehen. Hier löst sich etwas von ganz alleine aus der unfassbaren Kraft und Stärke der Sanftheit heraus. Ne? So, ach, das ist ja ein schönes Durcheinander. Es ist unfassbar. Ja, Schatzi, ist darauf erstmal ein Schlückchen. Und jetzt schauen wir mit dem Mucha-Tarot erstmal in die Tarot-Energien rein. Da hätten wir gerne 3 Stück. Vielleicht fällt eine Personenkarte. Und wenn jetzt eine Königin fällt oder die Herrscherin, dann geht es hier möglicherweise um dich. Ne? Dass du hier ein bisschen durcheinander bist, ein bisschen wuschelig und demzufolge stehe ich selbst dann für euch, für den Zuschauer als solches. Fällt ein König oder der Herrscher, dann geht es um ein Gegenüber. Ne? Und fällt keine Person, dann geht es um die allgemeine Situation, die natürlich mit dir was zu tun hat, in die du auch eingebunden bist und ein Gegenüber. Dann geht es quasi um euch beide. Ne? So. Ja. Die sind auch, Mucha Tarot, wisst ihr, ein bisschen steif, ne? Männliches Deck. Ich brauche mehr Platz. Die sind außerdem, habe ich die ganz neu am Start, weil mein altes Deck, das war dann wirklich auch so, jetzt läuft's. Das war dann so fertig auf der Bereifung, dass ich das mal rausgezogen habe. Voller Dankbarkeit. Und ja. Na komm, macht euch locker. Wir machen uns jetzt alle locker gemeinsam mit den Karten. Das ist ein schönes Durcheinander. Ein schönes Durcheinander. Das will nicht. Oh, stopp. Doch. Das sind unsere Karten. Das Durcheinander nimmt seinen Lauf. Da haben wir sogar 4. Zum einen haben wir die 2 der Münzen. Da geht es um Leichtigkeit und Gleichgewicht. Da geht es darum, die Bälle in der Luft zu halten und sich von den Wellen tragen zu lassen. Ne? Ein schönes Durcheinander. Ne? Eine Liebe, die den Verstand raubt. Ja? Und es geht hoch und runter auf dem Ozean der Gefühle. Und als Wellen hängt man über der Reling. Ne? Dann haben wir hier die 6 der Schwerter auf zu neuen Ufern. Also wir sind immer noch zu Wasser. Der Wellengang ist hoch. Ne? Man ist hier auf zu einem neuen Ufer, wo man noch nicht weiß, was einen dort erwartet. Das passt auch wieder schön. Diese Liebe raubt den Verstand, macht einen durcheinander. Man kann hier sich den Pott holen, muss aber was dafür tun. Man kriegt den Sieg, wenn man sich verdient, geschenkt. Ja? Der ganze Prozess ist ein Geschenk. Die Reise ans andere Ufer mit der Kutsche und hier eben mit dem Boot ist auch ein Geschenk. Ne, das soll so sein. Das heißt, die Erfahrung, die hier gemacht wird, die ist wertvoll. Ne? Also eine Reise, die vielleicht auch weltlich stattfindet, ne, die geht hin zu einem unbekannten Ufer, aber das, was du dort erfährst oder findest, ne, findest in Anführungsstrichen, ist ein Geschenk. Und es gilt jetzt erstmal, sich von diesen Wellen tragen zu lassen, auch wenn es ganz schön wackelig ist und schaukelig. Und wenn man als Wellen etwas seekrank wird. So, und dann haben wir hier die 8 der Schwerter. Ne? Das ist eine Befangenheit. Also hier ist jemand sehr angespannt und kann auch nichts dagegen tun. Also diese Reise findet statt und man kommt auch aus dieser Nummer nicht raus. Also das ist für mich hier wirklich eine Nummer, aus der man nicht so einfach rauskommt. Und ja, man kann sich eben auch diesen Schwertern einfach nur hingeben. Man ist hier zu keiner Zeit in Gefahr. Im Hintergrund ist eine Burg und wenn auf Tarotkarten im Hintergrund eine Burg zu sehen ist, zeigt das immer, das ist eine vorübergehende Situation, man ist nicht wirklich in Gefahr. Und diese Reise, die macht hier ganz schön wuling. Ne? Mir kommt gerade so ein Bild rein, damit man nicht über Bord geht, hat man sich hier vielleicht auch an dem Mast festgekettet. Ne? Heieieiei. Oh, und dann, jetzt kommt der Oberknaller, die 4 der Stäbe. Das ist nämlich die Offenheit. Also aus einer Befangenheit, aus einer Gebundenheit wird hier eine neue Offenheit. Und am anderen Ufer
Da erwartet einem wirklich eine Hochzeit, eine hohe Zeit, das Glück, vielleicht auch eine Herzöffnung. Die Vier der Stäbe ist auch eine Karte, die mit, also als Begegnung und auch als Seelenbegegnung gedeutet wird. Also hier ist ein Prozess voll im Gange. Die Wellen sind gar hoch, die Übelkeit gar groß. Man muss sie wirklich an sich halten, um nicht über der Reling zu hängen, ne? Reihund, wohlgemerkt. Und man kann hier einfach nur abwarten, bis man ankommt. Eine Reise findet unter Umständen statt. Das kann aber auch einfach für den Prozess stehen. Die Kutsche ist der Prozess, der gerade hohe Wellen schlägt. Denn eine Liebe raubt hier jemandem den Verstand. Vielleicht euch beiden. Es ist keine Person gefallen. Dir und dem, für den dein Herzlein schlägt. Ne? An dem du dein Herz verloren hast und jetzt auch noch deinen Verstand. Ne? So sieht es nämlich immer aus. Ja, Heidenei. Das ist, also es fühlt sich hier sehr prozessig an. Ne? Es fühlt sich wirklich sehr prozessig an. Wir können ja noch mehr. Ne? Es geht noch weiter. Wir fragen den schamanischen Traum von Alberto Villoldo und Colette Bernwright. So. Wo habe ich die Runen? Ist alles da. Ist doch alles da. Yonanda, mach dich locker. So, hier läuft's. Welche Energie zeigt sich durch dieses wunderbare Deck? Gesang der Wale. Resonanz. Das ist ja stark. Ne? Der Gesang der Wale, Resonanz. Und jetzt muss ich euch was ganz Verrücktes sagen. Ich hatte nämlich heute Nacht von dem Walgesang geträumt. Und zwar von einem weißen Wal. Ja, wie so ein Moby Dick. Ne? Und ich habe den im Meer singen hören. Kein Witz jetzt. Ne? Der Gesang der Wale, Resonanz. Also, hier sind Energien miteinander in Resonanz und das spricht auch dafür, das, was hier liegt. Es geht euch beiden so. Ne? Resümee. Hier geht es um die Liebe. Um die Liebe zu einem Menschen, um die Liebe zwischen zwei Menschen. Es fliegt ein Flugzeug ziemlich tief über die Hütte der Yonanda Latoura. Es durchbricht die Schallmauer. Hört ihr es? Also es ist mir langsam schon ein bisschen unheimlich, ne? Also hier wird eine Blockade gelöst, eine Mauer durchbrochen, eine Schallmauer durchbrochen. Ich habe richtig Gänsehaut. Warum passieren mir mit euch immer solche Sachen? Wir haben das ganz oft in den Kartenlegungen, dass alles irgendwie auch noch einen Sinn ergibt. Unfassbar. Es passt wirklich alles. Warum fliegt dieses Flugzeug? Jetzt, in diesem Moment, wo ich hier mit euch völlig unschuldig, muss ich ja jetzt auch mal sagen, am Küchentisch sitze und Karten lege. Es ist unfassbar. Es geht hier um eine Liebesgeschichte, die auf dem Tisch liegt. Und die raubt den Verstand. Es sind aber beide durcheinander, weil hier ist eine Resonanz da. Es geht dir so und es geht diesem Menschen so, für den dein Herzlein schlägt. Du hast dein Herz verloren, dein Verstand jetzt auch noch gleich mit. Ne? Und es geht jetzt wirklich darum, in diesem Verlust des Verstandes. Ne? Und wenn ich keinen Verstand mehr habe, dann habe ich auch einen Kontrollverlust. Dann kann ich etwas nicht mehr kontrollieren. Wenn ich meinen Verstand verloren habe, dann kann er endlich mein Herz wieder schlagen. Ne? So einfach ist das. Wenn der Verstand weg ist, schlägt das Herz umso lauter. Es geht darum, sich in diesem Durcheinander zurechtzufinden, diesem Durcheinander, diesem Chaos zu vertrauen, dem Gesang der Wale hier zu vertrauen, den Gesang zu hören. Wenn die Wale singen, das ist was Wunder, Wunder, Wunderschönes, was ganz Großartiges ist das. Ja? Es geht hier darum, auch diesen Gefühlen oder dieser Liebe zu vertrauen. Hier löst sich etwas, was lange diesen Prozess blockiert hat, verstopft hat, ne? Die Haare im Abfluss. Und das löst sich mit einem Ruck, ja, und plötzlich wird es hier schaukelig, ja, der Wellengang ist hoch.
Man ist hier unterwegs auf zu einem neuen Ufer. Man weiß noch nicht, was einen dort erwartet. Eine Reise, ja. Diese Reise ist jedoch wertvoll. Ne? Da geht es um ein Geschenk. Es kann auch sein, dass du wirklich etwas bekommst. Das Geschenk kann aber auch ideellen Wert haben. Ne? Und man ist hier völlig handlungsunfähig. Man sollte sich vielleicht auch am besten an den Mast ketten. Boah, mir wird da wirklich richtig schlecht, damit man nicht über Bord geht. Und dann kommt aus dieser Enge heraus eine völlig neue Offenheit, eine völlig neue Öffnung. Das ist ja echt ein Ding. Stark. Und man braucht auch nichts zu tun, nichts zu voranzutreiben, sondern man darf hier wirklich auf das sanfte Schneeglöckchen setzen, was mit seiner Urkraft, mit der Gewaltigkeit seiner Reinheit das Eis bricht. Und das, was hier durchbricht, ist etwas ganz Reines, was ganz Schönes, was der Hauptgewinn sein kann, wenn man sich hier für das Licht entscheidet und diesen Sieg will und man auch was dafür tut. Dann kann man hier alles haben. Also das sind mal Kräfte. Mit den Wahlen, da komme ich gerade gar nicht drüber. Ne? Also da merke ich doch, wie sehr ich verbunden bin. Ja, also auch mit uns. Ne? Unfassbar. Fällt diese Karte. Hat mir die überhaupt jemals schon mal Gesang der Wale? Ich erinnere mich nicht dran. Ne? Aber ihr wisst schon, Tape, Hammer. Ne? Ich kann jedem nur empfehlen, kauft euch ein grünes Tape. Ne? So, Schatzis, jetzt geht's weiter. Wir sind ja noch nicht durch. Jetzt wollen wir erstmal wissen, welche Rune liegt denn auf... Was kommt denn jetzt? Da kommt wieder ein Flugobjekt. Jetzt kommt ein Hubschrauber. Also ein Hubschrauber, der ist ja wie so eine Libelle, die in der Luft steht. Da kommt bei mir auch immer dieses Beobachten rein, gell? Und so ein Hubschrauber, der zieht ja auch immer so Kreise, gell? Ja, ja. Das ist echt ein Ding. Jetzt gibt es erstmal eine Rune hier auf die Legung als solches. Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Welche Runenkraft liegt denn da drauf oder welches Symbol? Ich habe hier irgendwas, ich habe hier zwei. Oh, zum einen habe ich die Thurisas. Das ist der Moment, wenn der Abfluss mal verstopft ist. Ja, was ist denn schon dabei? Ihr wisst schon, gell? Das ist der Moment, wo die Blockade sich löst. Mit der Rune Thurisas. So. Und dann haben wir hier noch die Sovilo. Bam. Die Lebenskraft. Die Sonne geht auf. Also, das hat eine so starke Symbolik. Krass. Echt krasse Legung. Jetzt schauen wir unter das Deck. Da haben wir das Haus. Das Haus ist ein Ort der Sicherheit. Also auch hier kommt mir nochmal durch. Du hast vielleicht auch nur das Gefühl, die Basis zu verlieren. Oder dass dir diese Situation jetzt den Teppich wegzieht. Eine Liebe, die dir den Verstand raubt, die hat schon eine gewaltige Kraft. Du hast das Gefühl, die zieht jemand den Teppich weg. Aber du hast hier einen Halt. Ne? Das Haus ist die Basis, das Fundament. Es geht hier vielleicht auch einfach um die Sicherheit in dieser Verbindung, in dieser Liebe. Ne? Sich Sicherheit zu geben. Mit dem Haus ist etwas fix und fest. Mit dem Haus hat etwas Zuhause, hat etwas Heimat. Ach, guck mal da. Ja, vermissen. Da habe ich gestern drüber gesprochen, über das Wort vermissen. Ich sage es nochmal, das hat eine wunderschöne Schwingung, wobei da auch der Schmerz mit drin ist. Ne? Das ist so bittersüß. Wenn ihr das Wort mal fühlt, vermissen, ne, das V und das S, die beiden S in der Mitte, die sind schneidend. Ne? Die machen so einen Cut, die verursachen den Schmerz und das RM lässt es fließen. Ne? Also das ist so... Bitter, süß. Also, es ist schön zu wissen, wenn jemand dich vermisst. Es tut dir gut, wenn du das hörst. Weil du vielleicht auch Schmerz
leidest, du vermisst diesen Menschen ja auch. Und wenn man sich gegenseitig vermisst, dann macht man das Scharfe beim anderen weich, indem man ihn auch vermisst. Na, also man heilt sich hier gegenseitig. Wenn zwei sich vermissen, heilen sie bei dem jeweils anderen die Verletzung. Ne? Und vermissen, das ist einfach, das ist etwas, was die Seele auch unbedingt braucht, um einen Wert zu erkennen, um den Wert einer anderen Seele zu erkennen. Durch das Vermissen kann sie das, ne? Lernt sie das, erfährt sie das. Ach, Jesus, nee. Die 10 der Schwerter, ne? Also, das ist ja hier der Cut. Ne? Also, hier geht es wirklich an die Substanz. Jetzt haben wir zum Glück hier das Haus. Also, diese Situation kann dich hier wirklich komplett einmal zusammenräumen. Aber nicht nur dich, sondern auch dein Gegenüber. Es kann auch sein, dass in dieser Situation ein kalter Cut geschah. Ne? Der Verstand hat hier vielleicht eine Liebe unterbunden oder beendet, niedergestreckt. Jedoch jetzt wird ja der Verstand verloren. Ne? Und was Besseres kann dem Herzen nicht passieren, weil wenn der Verstand verloren geht, dann kann das Herz endlich wieder schlagen. Und es ist ja so, erst wenn man ganz am Boden ist, spürt man einen Widerstand und hat die Kraft, sich wieder zu erheben. Du kannst nicht aufstehen, während du fällst. Das ist unmöglich. Du musst erst zu Ende fallen. Und je nachdem, wie tief jemand fällt, ne, fällt einer vielleicht eine ganze Weile. Manchmal fällt man auch aus allen Wolken. Das ist ja auch so ein schöner Spruch. Und du fällst natürlich nicht so tief, wenn du stolperst und legst dich gebührend auf die, ihr wisst schon, ne, dann kommst du natürlich schneller wieder hoch, wobei das auch sehr schmerzhaft sein kann. Aber manche fallen ja erstmal eine ganze Weile, ne, bis sie irgendwo niedergeschmettert ankommen. Aber genau an diesem Punkt, wenn scheinbar gar nichts mehr geht, wenn scheinbar alles aus ist, aus diesem Punkt kann man Kraft schöpfen. Ne? Die 10 der Schwerter ist übrigens die Zahl 55. Die zählt nicht mehr nach meinem Wissen und meiner Lehre in der Kabbala als Meisterzahl. Ne? Weil die Meisterzahlen sind die 11, 22, 33, 44. Jedoch dient die Zahl 55 der Erkenntnis. Die 5 ist eine Erkenntniszahl und die 5 steht neben sich. Ne? Und die Erkenntnis ist ja auch hier gefallen. Wir haben zweimal die 5 dann sozusagen. Beide dürfen hier in ihre Klarheit kommen. Und wenn Zahlen nebeneinander stehen, dann sind die in sich verunsichert. Ne? Hier weiß man unter Umständen nicht, was in dem anderen vorgeht. Man kann es nur vermuten. Und man kann davon ausgehen, dass hier beide fallen und beide wieder aufstehen werden. Das ist auch eine ganz starke Spiegelung. Und wir haben als nächste Karte, jetzt haltet euch fest, ich zeige euch noch die beiden nächsten Karten, den Ritter der Kelche. Das ist nämlich dieses Wiederaufstehen nach dem Niedergestrecktsein. Man steht hier wieder auf und man hat hier was zu geben. Und hier wird Liebe geschenkt. Das sind die Liebenden. Oh, hier muss ich mal direkt ein bisschen verdeckt halten. Ja, also hier ist etwas oder eine Liebe, die hier wirklich zu Fall gebracht wurde. Beide sind gefallen. Man hat hier den tiefsten Punkt erreicht. Man steht wieder auf. Es sieht hier wirklich aus, als ob man hier den Jackpot mitnimmt. Und dieses Gedankenchaos, also es ist gerade der Zustand dazwischen. Es kommt mir so vor, als ob dieser Schmerzpunkt schon erreicht ist und man ist gerade imstande, sich wieder aufzurappeln. Ne? Ja, und ja, das ist für mich so, das ist so eine Neuanfangsenergie, was auch Sinn macht mit dem Schneeglöckchen. Das steht auch für einen Neuanfang. Und unter dem Haus liegt übrigens auch das Kind, was auch für einen Neuanfang steht. Ne? Interessanterweise kommt hier noch die Militärperson. Und das könnte auch hier nochmal sinnbildlich, ne, wo ist es?
das ist hier so der tapfere Krieger, der nach dieser Niederlage wieder aufsteht. Also auch die Militärperson kann hier beide verkörpern. Ne? Zahl 22, ne? Das ist also auch bezeichnend. Da haben wir die 11, da haben wir die 22 und die, also die 55. Immerhin schon mal drei verdoppelte. Ne? Ist ja echt ein Ding. Haben wir noch hier eine versteckt? Nö. So, also das sind spannende Energien. Untere Karte, schamanischer Traum. Das Moosweiblein. Ja, aber das ist eine Karte, die ich sehr liebe. Sei hier flexibel. Ne? Das ist auch so ein Tipp, was du jetzt tun kannst. Sei nicht hart. Das ist so eine Energie der Gnade. Das Moos ist weich und passt sich an. Das Moos ist voller Wasser, voller Gefühl. Über Moos kannst du barfuß laufen. Und das zerstört aber das Moos nicht. Das richtet sich immer wieder auf, weil es ist so knautschig. Ne? Und egal wie die Situation jetzt auch ist, ne, das Moosweiblein erinnert dich daran, weich zu bleiben. Auch deine weiche Seite zu zeigen. Und dich den Dingen so anzupassen, dass aus dieser Herde der 10 Schwerter, die ist ja knüppelhart. Ne? Also die 10 Schwerter ist knüppelhart. Das braucht es aber jetzt nicht mehr sein. Es darf wieder weich werden. Hier fliegt wieder was. Achtung! Habt ihr das gehört? Ich hoffe, man hört das im Video. Ich sage euch was. Hier geht was schnell. Hier bricht eine Mauer. Eine Mauer wird hier fallen. Sei das Moos. Ich kriege gerade so ein Bild rein. Einer landet mit dem Fallschirm. Sei das Moos, ne? Weiche Landung. Heieiei. Also sowas. Ja, dann sind wir durch, ne? Also das ging jetzt kurz und knackig, aber das ist so eine schöne Energie. Ich würde auch wirklich sagen, die lassen wir mal so stehen. Ne? Ich wünsche euch jetzt, für alle die, die sich das selbst wünschen, dass es hier läuft, ne? Wenn du hier wirklich in Resonanz bist, ihr wisst ja, wie ich zum Kartenlegen stehe. Ne? Ihr legt, ihr sehen und vergessen. Und sich dann gefreut, wenn es geschieht. Und dann kommt die Erinnerung, das Jonandachen hat es gewusst. Ne? Ha. So, dann wünsche ich euch jetzt erstmal an dieser Stelle eine feine Zeit. Für die, die gerade an einem Wochenende schauen, habt ein feines Wochenende. Und auch auf dem WhatsApp-Kanal gibt es eine ganz coole Botschaft. Da findet ihr auch den Link in der Infobox. Da könnt ihr euch auch reinklicken. Und, ach genau, ich wurde gefragt, ob ich nicht auf Telegram auch sowas machen könnte. Das schaffe ich nicht. Das wird mir zu viel. Ihr wisst ja, ich muss auch irgendwann noch ein bisschen mein Leben leben können, außerhalb von Social Media. Und meine größte Plattform ist natürlich hier YouTube. Ihr findet mich auch auf dem Good Old Facebook. Ich bin ja auch schon so ein bisschen eine gesetztere Lady. Ne? Ich bin zwar auch auf Instagram, aber ich schaffe es nicht, all die Kanäle zu bedienen und habe einen Riesenspaß auch an WhatsApp. Ne? Da stelle ich auch mal gerne eine Botschaft rein. Und auf Facebook findet ihr mich. Allerdings ist meine Freundesliste, ne? Anführungsstriche, also ne? Da ist die Liste voll. Aber ihr könnt mich auch gerne so begleiten. Ne? Die Seite ist öffentlich. Und es gibt auch auf Facebook die Gruppe Erat Aliquando. Da ist ein toller Austausch. Beatchen stellt da auch jeden Tag eine Tagesenergie rein. Da findet ihr, also findet alle Links, sämtliche Links in der Infobox. Und das sind so die Kanäle, auf denen ich für euch da sein kann. Ne? Wo ich es einfach auch schaffe, mich da locker zu bewegen. Ja, Schatzis, lasst es euch gut gehen und noch besser. Und macht euch eine feine Zeit. Kümmert euch gut um euch selbst, weil wir lernen ja immer wieder alle, nur wenn wir was haben, können wir auch was geben. Wenn du nichts hast, kannst du nichts geben. Also Selbstfürsorge steht immer ganz oben auf unserer Top-To-Do-Liste. Und vor allen Dingen bleibt freundlich, menschlich, miteinander.
Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir ein Abo dalasst, ein Like oder einen lieben Kommentar. Und bin glücklich, wenn ich euch mit dieser Legung eine Freude machen konnte. Ne? Lasst uns Wildsau wohlfühlen. Bis dahin, bye bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV.